Ja, moin ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal ganz schnell ein paar Sachen vorbereitet. Ihr habt also nichts verpasst. Also ich habe jetzt schnell den Kübel wieder geholt. Dann habe ich den Kran wieder geholt. Den brauchten wir ja. Und das lasse ich jetzt auch alles so stehen. Betonmischer ist wieder da. Den habe ich sogar ganz schnell am Kieswerk aufgefüllt. Und wenn ihr hinten das rote Fahrzeug seht, das ist der Muldenkipper. Alles jetzt hier vorhanden. Weil ich gehe jetzt davon aus, dass wir jetzt ein paar Platten legen müssen und gießen müssen. So, Mukvidat. Ah, so. Gut, dann lassen wir es mal wieder laufen. So, und der Betonmischer steht auch wieder auf 100%. Na, dann wollen wir das Ganze wieder gießen hier. Das macht ja Spaß. Jetzt wissen wir jetzt, wie es geht. Das heißt, wir gießen jetzt wieder zwei Platten. Das heißt, wir müssen nämlich die Brückenplatten alleine gießen, so wie es aussieht. Und ja, und ich war ja so intelligent und habe dann gedacht, ach, du musst ja gar nicht mehr gießen, in den Auftrag reingeguckt. Aber da ich den Auftrag ja nun auch nicht kannte, konnte ich auch nicht ahnen, dass wir noch trotzdem gießen müssen. Aber ich meine, ich hätte schon mal was von gelesen gehabt. Da war aber irgendwas gewesen, aber. Aber naja. Jetzt tauchen wir meine Nase mal wieder hier ein. So. Und das geht echt mit dem Kran hier am besten. Also mit Betonpumpe und so, das wäre ja tödlich. Klar, habe ich jetzt zwar mehr Fahrzeuge vor Ort und jetzt könnte auch jeder sagen, wieso, du hast doch einen Kran. Ja, nur dieser Kran ist schwieriger zu bedienen. Der andere, der Raupenkettenkran oder wie auch immer. So, und er ist um einiges schwieriger zu bedienen. Halt, zurück, 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 zurück. Ein bisschen hoch. Ja, und er ist um einiges schwieriger zu bedienen. Und da wir jetzt heute Freitagmittag haben, muss ich jetzt schnell meinen Sohn anrufen. Und dem sagen, ey, ich bin noch am Aufnehmen, bitte jetzt nicht Telefon und so und hier Stress machen. Weil der hat nämlich leider, Gottes, freitags immer um 13 Uhr schon Schluss. Und dann würde mich das jetzt hier blockieren. Weil ich will jetzt sehen, dass ich die Baustelle hier durchkriege mit euch. Weil ich weiß nicht, wie das mit Bandicam hier weitergeht. Und ich bin froh, dass es gerade funktioniert. Gut, dass ich gestern Nacht nicht weiter aufgenommen hätte. Hätte ich bestimmt bis 3, 4 Uhr hier dran gesessen. In der Nacht. Muss ja nicht sein. Ja. Ah, dass wir auch ein bisschen mehr Fläche kriegen hier. Immer schön laufen lassen, den Mist. Ein bisschen nach da, da fehlt mir eine ganze Ecke. Ah. Wunderschön. Klasse. Sollten wir noch hinkriegen. Oh, ein bisschen zurück. Nee, zu mir hin. Zu mir hin. Zu mir hin. Zu mir hin. Ja, wunderbar. Schon höher die Nase. Dann nicht hier mit der Nase im Beton tun hier. Man muss das immer so ein bisschen auskorrigieren hier. Wie ihr das seht. Sehen wir, gießen wir. Und gießen und gießen und gießen und gießen uns einen Wolf. Macht nichts. Kriegen wir alles hin. Da sind bestimmt noch ein paar Stellen, was er noch nicht so ganz gerafft hat. Oh, kriegen wir alles hin.
Ah, da sind noch ein paar Löcher. Jo, haben wir etwas schlampig gearbeitet? Nein, ich doch nicht. Ja, das Spiel ist auch gerade echt gnadenlos, ne? Der sagt, du pass mal auf, das musst du alles von Hand alles gießen, du. Dann machen wir das. Ja, fertig. Sehr schön. X. So, Platte wieder fertig. The next one, please. Können wir so abstellen? Klar, der Betonmisch hat da einen Rückwärtsgang. Ah. Machen wir den Kübel wieder voll. Und ab in den Betonmischer. Wo ist er? Ah, da hinten. Ups, sorry. Oh, das ist der Kaffee. Ja, Gio. Deswegen muss auch so viel Pipi. Mir doch egal. So, siehst du, das war der Betonmischer auch wieder bei 100%. Wahrscheinlich müssen wir jetzt gleich nochmal zwei Platten gießen, wenn wir die gesetzt haben. Müssen wir einfach mal gucken. Oh, 95%, X nach vorne. Ich meine, es hätte wahrscheinlich auch gereicht, aber... Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt gehe ich auf Nummer sicher. So, Betonkübel ist voll. Jo, weiter geht's im Text. Und das machen wir jetzt hier auch zu Ende, die beiden Platten. Zumindest das Gießen. La 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 la. Nein, zurück. Nein, zurück. Geo. Mensch, Geo. Schnöber. Hab's mit meinen Tasten aber auch immer. Ja, sieht gut aus. So. Und dann lass es mal laufen, die Grütze. Schön machen wir das. Ja, muss ja passen. Dass wir da hier nicht wieder die Hälfte vergessen. Muscheln wir das jetzt ja hinterher. Immer schön rein damit. Judi. Schön voll laufen lassen. Jo, wir lassen uns jetzt voll laufen mit Beton. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, du. Das Glühwig auch nicht.
Ich weiß auch nicht, was ihr dazu sagt, aber ich glaube, ihr seid bestimmt der gleichen Meinung, dass das nicht gesund ist, sich mit Beton volllaufen zu lassen. Ja, ja, dann gibt das so komische Schuhe, ne? Da war ja was. So aus Beton, so, ne? Ja, und dann bei uns in den Nordsee ein bisschen rein, ne? So für die Leute, die nicht lieb sind. Meine Güte, jo. Im Moment haben wir es sowieso stärker wie gewöhnlich. Ja, schon höher. Nicht in Rüssel versenken. Im Beton kommt das nicht so gut. Ja. Schöne Sache. Cool. Boxen wir uns aber auch einen weg hier, wa? Da hinten sind noch Stangen zu sehen. Siehst du die? Mhm. Sollte normal nicht so sein. Ja. Ja, du, ich muss ja auch nur diesen gewissen Prozentteil gießen. Ja. Ups. Andere Richtung. Ja, kriegen wir alles hin. Nein, mal gucken, wie viele Platten wir noch gießen müssen davon. Und das werden wir dann feststellen, dann werden die Platten wahrscheinlich dann auch verschwinden. Diese Einschalung. Wo wir gleich drauf kommen können. Ah, du. Ich habe das mal schnell vorbereitet und dann ging das dann, ne? So, jetzt haben wir mal ein bisschen Fläche hier. Oh, fertig werden. Wir essen pünktlich. Was gibt's denn heute zu essen, Gio? Weiß ich nicht. Gestern hatte ich Giros Reispfanne. Mal gucken, was es heute gibt. Hey. Mal abwarten. So, jetzt haben wir mal ein bisschen höher. Wir haben eine gewaltige Lücke gelassen da hinten. Geht gar nicht. Das wird das Spiel auch nicht akzeptieren. Also eine kleine Lücke ist das nicht schlimm, aber so eine Riesenlücke... Ah, ja. Nein, andere Richtung. Ja. Ah, so. Voll laufen lassen. Passt doch. Schön voll laufen lassen, den Kram. Irgendwann werden wir es ja auch schaffen, oder? Ja. Ich glaube, gleich hat das Spiel es akzeptiert. Ja. Jetzt. So. Ah.
Gut. Das sollte reichen, würde ich sagen. Wir lassen jetzt alles so stehen, wie es ist. Weil normalerweise dürfte ich jetzt hier mit den Auslegern nicht ins Gehege kommen, weil sie weit genug weg sind. Machen wir den Beutel gleich wieder voll für die nächsten. Klappt doch. Und schön voll laufen lassen. Und schön ausmachen. Nicht die Wiese einsaugen, kriegen wir Ärger. Eh schon alles kaputt gefahren hier. So, ihr Lieben, dann sehen wir uns morgen wieder. Wir sind jetzt wahrscheinlich, denke ich mal, über 15 Minuten. Ich weiß nicht, was heißt wahrscheinlich, aber es ist auch scheißegal. Auf jeden Fall sehen wir uns morgen. Und dann werden wir Folgendes tun. Wir werden morgen die beiden anderen Platten verlegen. Alles klar. Tschüss. Bis morgen.